Und in diesem Zusammenhang würde ich gerne auch gleich den nächsten Beitrag einladen. Das ist von Herrn Gerding. Er hat sich damit befasst, wie Mikroplastik im Auge nach der Kataraktchirurgie vorgefunden wurde und was das dann auch für Konsequenzen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Mikroplastik ist Kunststoff mit einer Teilchengröße von 0,1 bis 5000 Mikrometer. Im OP bestehen sämtliche von uns verwendeten Einmaltextilien aus Plastik, überwiegend aus Polypropylen und Polyethylen und nicht etwa aus Papier. Bei jeder Bewegung wird aus den OP-Textilien Mikroplastik in Form kleiner Faserbruchstücke in die Raumluft abgegeben. Komplikationen durch diese Mikrofasern wurden bislang nicht beschrieben. Eine 70-jährige Patientin wurde uns 2 Monate nach Kataraktoperation mit Vorderkammerreizzustand und zystoidem Makulaödem überwiesen. Hier fand sich eine Mikrofaser in einer Parazenthese, die in die Vorderkammer hineinragte. Bei der ohnehin indizierten PPV mit Membranpeeling wurde diese Struktur entfernt. Wir fanden ein Konglomerat aus einer Polypropylenfaser und einer Zellulosefaser sowie Makrophagen in der Vorderkammer. Zu dieser Zeit beobachteten wir postoperativ in mehreren Fällen reizlose, aber dennoch ärgerliche Ablagerungen intraokularer Mikroplastik. Links in der Vorderkammer, ebenfalls in der Parazenthese verhaftet, rechts zwischen IOL und Hinterkapsel. Ebenso viel eine gehäufte Beladung von Instrumentenhohlräumen durch Mikrofasern auf. Das ist gut, wenn man es entdeckt, bevor das Instrument sich im Auge befindet, kann aber ärgerlich werden, wenn wir schon mit dem Instrument arbeiten. Hier links sieht man eine Spülkanüle, aus der gerade Mikrofasern austreten und rechts befinden sich schon einige Mikrofasern in der Vorderkammer, die wir dann natürlich mühevoll zunächst einmal herausfischen müssen, bevor wir weiterarbeiten können. Diese Vorkommnisse waren Anlass zu einer gründlichen Ursachenabklärung. Schon die erste makroskopische Vergleich hier in dem Bild zeigt, dass unsere Fasern scheinbar Ähnlichkeiten zu Polypropylenfasern aufweisen, aber das reicht natürlich noch nicht für eine Evidenz aus. Durch Vergleiche mit Rohmaterial, durch die mikroskopische Signatur sowie assoziierte Untersuchungen konnten wir die aus Instrumenten asservierten Fasern dann identifizieren. Hier sieht man das unterschiedliche Erscheinungsbild der Mikrofasern bei verschiedenen mikroskopischen Untersuchungen. Dominierend waren in unseren Asservaten aus Instrumentenfasern aus Polypropylen, hier mit PP bezeichnet. Daneben fanden sich wenige Fasern aus Polyethylen, hier mit PE bezeichnet. Das insgesamt bunte Bild der Mikrofasern zeigt, dass offensichtlich mehrere Quellen ursächlich daran beteiligt waren. Wie gelangte diese Mikroplastik, die von den Textilien in die Raumluft übergeht, in unsere Instrumente? Im Grundriss unseres OPs ist der kurze Weg eines iolischen Transportes in Richtung der Instrumentenaufarbeitung, hier unten links im Bild, zu erkennen. Dennoch hätte es normalerweise nicht zu einer Instrumentenbeladung durch Mikroplastik kommen dürfen, da die vom Steri im Betrieb angesaugte Raumluft effektiv durch Lufteinlassfilter gereinigt wird. Die sieht man hier oben. Das war auch bei uns der Fall, ohne Defekt. Allerdings wird bei jeder Beladung des Gerätes
etwa ein Kubikmeter ungefilterter Außenluft eingebracht. Die darin erhaltene Mikroplastik geht ins Spülwasser über und soll durch Filterkartuschen in den Kassetten, die man hier unten rechts sieht, gefiltert werden, die sich in den Instrumentenkästen vor den Ansätzen für die feinen Hohlinstrumente befinden. Diese Filterkartuschen geben aber gelegentlich angesammeltes Filtrat frei, das sich in den Hohlinstrumenten festsetzt. Nachdem die Ursache gefunden war, haben wir auf höherwertige OP-Textilien, das sind solche mit einem kleinen Linting-Wert, die weniger Mikroplastik freigeben, umgestellt. Die Reinigungsprozesse im OP vermehrt kontrolliert, Partikelfilter in den Kassetten häufiger gewechselt, den Verschluss von Binnentüren intensiviert und soweit möglich Einmalartikel verwendet. Hierdurch konnte das Problem weitgehend beseitigt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Gerding. Das ist ja nicht nur ein Umweltthema, sondern auch eine Patientensicherheit. Hier gibt es eine Frage aus dem Auditorium hier über die Chat. Wie viel Plastik- oder Kunststoffmoleküle befinden sich in Viskoelastika? Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was bei der Herstellung vielleicht auch schon passieren könnte. Was sind so Ihre Erfahrungen damit? Habe ich keine Werte dazu. Kann ich leider nicht beantworten. Also vielleicht aus meiner Erfahrung ist, dass oft ist nicht so sehr das Viskoelastikum oder so sozusagen der Inhalt der Spritze, sondern bei der Herstellung der Spritze dann irgendwelche Rückstände, die dabei zu finden sind. Auch kleine Silikonölbläschen, die bei der Beschichtung der Spritze auch bei der Herstellung der Spritze dann praktisch zum Vorschein kommen. Falls gewünscht, kann ich das. Es gibt aber noch einen Beitrag hier von Herrn Preußner. Die Antwort auf die Frage. Eine Antwort. Ja, also die zulässigen Verunreinigungen von Viskoelastika sind in der. Komm mal hier rüber. Da, ja. Ja, die zulässigen Verunreinigungen von Viskoelastika sind in der ISO 11979, ich glaube, es ist die -6 Biokompatibilität geregelt. Und das sind ganz, 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 ganz winzige Zahlen, die man also nur mit, sagen wir mal, sehr aufwendigen Methoden, also deren der Nachweis gelingt, nur mit sehr aufwendigen Methoden. Also da sind wir, glaube ich, auf der sicheren Seite. Ja, vielen Dank nochmal für diesen Hinweis.